Guten Abend. Spätestens am Sonntag dominiert bei uns ein Hoch. Genauer ist es sogar eine Hochdruckbrücke, nämlich ein Hoch von den Azoren, das sich mit einem Hoch über Mitteleuropa verbindet. Jetzt allerdings haben wir es noch mit den Resten einer Warmfront zu tun. Und so wird es heute Nacht hier in Thüringen und in Sachsen noch etwas regnen. Und im Westen sind einige Regenschauer unterwegs. Sonst ist es auch mal klar und dann bildet sich Nebel und die Temperaturen sinken auf 15 bis 8 Grad. Morgen liegen die Höchsttemperaturen bei 21 Grad an den Küsten von Nord- und Ostsee und maximal 30 Grad am Oberrhein. In Norddeutschland wird das morgen ein freundlicher Tag, Sonne und Wolken wechseln sich ab und auch in Süddeutschland scheint die Sonne zum Teil strahlend. In der Mitte aber halten sich noch die Reste der Warmfront von heute. Da gibt es noch Regenfälle und in den westlichen Mittelgebirgen sind auch Gewitter dabei. Am Sonntag beschränken sich diese Gewitter hier auf Niederbayern, sonst wechseln Sonne und Wolken miteinander ab bei 20 bis 29 Grad. Und die neue Woche startet sehr spät, sommerlich sonnig bei Höchsttemperaturen von 20 bis 31 Grad. Und dass es über 3 Tage so viel Sonnenschein gibt, das liegt an einem kräftigen Hoch. Es ist nicht nur ein ganz normales Hoch, sondern wir sprechen in diesem Fall von einer Omega-Wetterlage. Ein Hoch, das flankiert wird von Tiefs. Und das sieht dann so ähnlich aus wie der griechische Großbuchstabe Omega. Vielleicht entwickelt sich hier über dem westlichen Mittelmeer sogar ein kleiner Medican, eine Hurricane-ähnliche Struktur. Wir warten es ab. Guten Abend.